Na, gibt's Kamine? Wie geht's mit Kamine? Und vielleicht gibt's Lamas. Ey, Bruder! Da sind Kinder, die sind immer so laut. Oh, nee. Was machen die denn hier? Privatsphäre. Menschen. Ich bin allergisch. Langweilig. Oh, was ist das denn? Leute, mach euch allein. Ich muss wieder sauber machen. Wo sind denn die Tiere? Ach, die sind alle eingesperrt. Hallo, Reh. Bist du auch traurig? Mir helfen immer Süßigkeiten. Oh. Willst du ein Bonbon? Was ist das denn? Na komm doch her. Yum, yum, yum. Jetzt geht's dir besser. Lecker. Alter, guck mal, das Reh bekommt Süßigkeiten. Was? Wirklich? Wie unfair. Das Reh wird gefüttert. Ist das nicht verboten? Das ist doch verboten. Das darf man doch gar nicht. Oh, habt ihr gehört? Da hinten gibt es Süßigkeiten. Was? Ja, ja, ja. Was? Komm ich, ja. Was? Ja. Es gibt Süßigkeiten? Kann ich sehen. Ich kann nicht sehen. Ist das nicht giftig? Wie schmeckt denn der Bonbon? Nach Heu oder nach Stroh? Vor 90 Jahren hatte ich auch mal einen Bonbon. Aber ich weiß nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Na und? Heu schmeckt sowieso viel besser. Lecker. Und dein Zimmer könnte auch mal wieder aufgeräumt werden. Du wolltest doch abwaschen. Bringst du eben noch den Müll runter? Warst du schon mit dem Hund draußen? Was meine Freundin wohl macht? Sie rennt bestimmt durch den Wald und streift durch endlose Felder. Sie liegt bestimmt auf der Wiese und träumt. Und isst ganz viele Bonbons. Warst du schon mit dem Hund draußen? Boah, wie sieht denn dein Zimmer wieder aus? Boah, du weißt doch, erst die Hausaufgaben. Alles wie vorher. Ein Tag wie der andere. Naja, ein Bonbon isst du. Dann ist es weg und alles ist wie vorher. Eingesperrt ist eingesperrt. Ich wünschte, ich wäre ein Reh. Da kann ich machen, was ich will. Ich wünschte, ich wäre ein Kind.
dann könnte ich alles machen, was ich will. Kannst du noch? Okay, ja. Dann sag mal Szene 5, Take 2. Szene 5, Take 2. Mist. Wie geht mein Text nochmal? Hier, ihr da mit der Kamera. Ich bin kein Reh, ich bin ein Dammwild. Das sieht man doch. Ich glaube, es war Cola-Geschmack. Ist ja wohl klar, dass Schokolade für uns Tiere giftig ist. Aber ist ja alles nur Film.